Hallo im Küchengarten. Der Mai neigt sich ja nun dem Ende entgegen und hier bei mir war er grauenvoll verregnet, nass, kalt, also eher unerfreulich. Ich hoffe, wenn es jetzt gegen den Juni geht, wird es etwas wärmer. Trotzdem konnte ich mich nicht auf die faule Haut legen, denn es war an der Zeit, dass einige Pflanzen nach draußen mussten, auch die Wärmeliebenden, obwohl wir gerade gestern unter 10 Grad in der Nacht hatten. Ich weiß nicht, wie das meine Tomaten überstanden haben, aber das schauen wir uns jetzt gleich mal gemeinsam an. Und auch sonst möchte ich euch gerne zeigen, was ich im Mai so alles erledigt habe und wie es bei mir im Küchengarten momentan aussieht. Gestartet habe ich mit dem Abernten meines Spinatfeldes. Das ist Hochbeet Nummer 3. Dort hatte ich komplett mit Spinat eingesät. Schon Ende Februar, da haben wir 4 bis 5 Mal davon geerntet. Jetzt startet er natürlich in die Blüte zu gehen. Deswegen ernte ich ihn komplett ab. Auch mit den Stielen, die esse ich nämlich mit, schön fein geschnitten. Eine wunderbare Sache. Hier seht ihr, wie ich das mache. Ich schneide die Stängel knapp unter der Erdoberfläche ab. Die Wurzeln verbleiben im Boden, um die Bodenlebewesen zu nähren. Und seht ihr, was zwischen diesen Spinatreihen zum Vorschein kommt? Das ist kein Unkraut, sondern das sind Pastinaken. Die habe ich Anfang April zwischen die Spinatreihen gesät. Die haben nämlich eine recht lange Kulturdauer. Und jetzt, da der Spinat abgeerntet ist, haben sie genug Platz, um mit dem Wachstum so richtig Gas zu geben. Weiter ging es dann mit dem Auspflanzen meiner Tomaten. Die habe ich ja an verschiedenen Stellen in meinem Garten. Ich habe wieder mal viel zu viele Sorten und muss wirklich schauen, wo ich die alle unterbringe. Hier ist ein eher schwieriger Standort, der ist vor dem Zaun zu meinem Küchengarten, also nicht vor den Enten geschützt, die bei mir im Sommer ja frei im Garten herumlaufen. Deswegen muss ich etwas tricksen, um die Wurzeln der Tomaten vor den vorwitzigen Enten zu schützen. Sie fressen nicht die Tomatenpflanzen selber, allerdings graben sie natürlich mit ihren Schnäbeln im Boden herum, um diverse Kleintiere zu finden und das zerstört so kleine Pflänzchen natürlich sehr schnell. Deswegen verwende ich so Drahtgitterkörbe. Ich weiß gar nicht, wofür man die sonst verwendet. Die habe ich schon seit Jahren und das klappt wunderbar. Und nachdem ich die Tomate eingepflanzt habe, stülpe ich so einen Korb über die Pflanze und ziehe den Haupttrieb durch ein etwas größeres Loch oben im Korb. Danach drücke ich den Korb in die Erde und schütte etwas Erde drüber, damit er auch schön hält. Und somit ist die Pflanze vor den vorwitzigen Enten gut geschützt. Und nachher sind sie dann stark genug, dass es kein Problem mehr darstellt. Eingepflanzt werden die Tomaten immer sehr viel tiefer, da sie ja entlang des Stängels Wurzeln ausbildet und dadurch einen kräftigen, sicheren Stand hat. Und meistens sind sie in der Anzuchtstation sowieso aufgrund von Lichtmangel etwas in die Höhe geschossen. Das kann man damit gut berichtigen. Eine Handvoll organischen Langzeitdünger habe ich hier ins Loch auch noch hineingegeben, obwohl ich den Boden ja mit Pferdemist aufgebessert hatte. Das sieht man an dem großen Vorkommen an Regenwürmern, die lieben den Pferdemist wirklich. Die untersten Blätter habe ich auch noch abgeknipst und dann kommt die Tomate schön tief in das Loch hinein. Hier seht ihr nochmal in der Nahaufnahme meinen super genialen Korbtrick als Entenschutz. Man muss sich einfach zu helfen wissen, dann klappt es schon mit dem Gemüse. Tolle Neuigkeiten gibt es auch zu dem Stein Schlüsselloch Hochbeet, an dem der große Teil meiner Jungmannschaft schon seit Monaten arbeitet für seine Abiturabschlussklausur. Er konnte es nun fertigstellen und es ist ein wahnsinnig toller Hingucker auf unserer Terrasse.
Als erstes musste natürlich ebenfalls eine Tomate eingepflanzt werden, und zwar die Sorte Kremser Perle, eine Freilandbuschtomate. Und dann hat er sich noch gewünscht, dass einiges an Süßkartoffeln in dieses tolle Hochbeet kommen. Und ich konnte es nicht verhindern, die Lausplage hat bei meinen Paprikapflanzen zugeschlagen. Katastrophal. Die tun sich da gütlich. Also die müssen wirklich hinaus ins Freie. Die werde ich gut abbrausen, abschütteln, kopfüber einsetzen. Und dann hoffe ich, dass die Nützlinge ihre Arbeit machen und den Rest der Läuse vertilgen. Und ich kann es bestätigen, nach ein paar Tagen im Freiland ist von den Läusen nichts mehr zu sehen. Bravo! Allerdings, wie ihr hier seht, gibt es nun andere Feinde. Man hat es schon schwer als Gärtner. Also in meinen Geräteschuppen lasse ich euch lieber noch nicht hineinschauen. Der ist noch so unaufgeräumt vom Winter, da muss ich echt noch mal drüber. Schaut euch das mal an. Das muss jetzt unbedingt ins Beet. Unglaublich, man sieht doch hier schon an den teilweise verfärbten gelben Blättern, dass ein Nährstoffmangel besteht, obwohl ich einmal in der Woche gedüngt habe. Das ist Mixkohl von Anja, Anjas Gartenreich. Den setze ich hier in New Bedland. Hier ist zwar Halbschatten, also jetzt am Morgen fällt hier doch etwas Sonne drauf. Dann ist es zwar warm und hell, aber nicht Vollsonne. Aber alles Blattgemüse geht auch im Halbschatten sehr gut. Schützen muss ich hier natürlich vor Schnecken. Das mache ich mit meinen Schneckengrägen und dann vor dem Kohlweißling. Und das mache ich mit dem Gemüseschutznetz, das ich gerade vorher aus dem Schuppen geholt habe. Hier habe ich schon seit einiger Zeit Mangold drin stehen und Rucola. Kommt mir schlechter als recht, es war natürlich kalt und im Halbschatten wachsen die Pflanzen einfach etwas langsamer. Aber es lebt zum Glück noch das Ganze, also bin ich ja schon positiv. Ja, und hier hinten seht ihr ja meine ganze Reihe von dicken Bohnen. Da sind momentan unglaublich viele Blüten dran. Ich sehe auch immer Hummeln und Bienen. Ein richtiger Traum. Und auch diesem extrem hohen Schneckendruck sind sie jetzt davon gewachsen. Das freut mich sehr. Hier unten kommt dann, wenn ich die abgeerntet habe, mein Rosenkohl hinein. Aber eins nach dem anderen. Zuerst ist einmal der Kohl dran. Also platziere ich meine Schneckenringe im richtigen Abstand. Von diesem Kohl erhoffe ich mir, dass ich bis spät in den Herbst und vielleicht sogar im Winter davon ernten werde können. Er wird ja recht hoch und braucht dann auch teilweise eine Stütze. Also stecke ich schon im Vorhinein Spieße in die Erde, damit ich die Wurzeln nicht verletze, wenn ich es nach dem Pflanzen mache. Und dann presse ich mit meinem Holzdipper ein Loch in den Boden, das genauso groß ist wie der Wurzelballen des Kohls. Ich lockere den Wurzelballen etwas auf, weil er doch schon recht lang in den Anzuchttöpfchen war. Und dann drücke ich ihn einfach in das Loch hinein. Etwas tiefer als vorher, damit er einen schönen festen Stand bekommt. Zum Schluss kommt dann noch das Schutznetz drüber, welches die Kohlpflanzen gegen die Kohlfliege und auch den Kohlweißling schützen soll. Ich finde das immer eine furchtbare Fummelei und ich arbeite nicht so gerne mit solchen Schutznetzen. Aber was muss, das muss. Ohne diese Netze hätte ich wahrscheinlich überhaupt keine Ernte. Und dann war es höchste Zeit, die Bohnen auszusehen. Ich mache in diesem Jahr drei verschiedene Sorten Stangenbohnen, keine Buschbohnen, weil das einfach eine Platzfrage ist, hier bei mir im Hausgarten. Mein absoluter Favorit, die Blauhilde, eine etwas spätere Sorte, aber unglaublich ertragreich. Dann die Neckarkönigin, das ist eine frühere Sorte, sehr zarte grüne Hülsen. Und
eine Bohne zum Auskernen. Das sind die Klosterfrauen. Die schauen wirklich lustig aus, sind auch sehr ertragreich. Ich baue mir zum Ranken der Bohnen kein extra Gerüst, da mein Küchengarten sowieso eine hölzerne Überbauung hat. Und diese nutze ich, um die Bohnen in die Höhe ranken zu lassen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart und mich durch den Küchengarten begleitet habt. Luki war auch die meiste Zeit mit dabei. Der kommt ja momentan durch mein kleines Küken ein bisschen zu kurz. Im Haus muss ich ihn immer davon fernhalten, natürlich, denn er hält es ja für einen Nachmittagssnack. Jetzt kommt schon ein bisschen die Sonne raus. Ich freue mich riesig darüber. Ich werde im Garten jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten. Ich hoffe, ihr könnt das auch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen rauf und lasst mir einen Kommentar da, was ihr in euren Gärten momentan so macht. Ich wünsche euch viel Freude mit euren Projekten und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!